Ja, herzlich willkommen zurück zu The Last of Us, beziehungsweise zu dem letzten von uns. Und wir sind im Ballsaal. Man sieht's, wir haben ja hier in der letzten Folge aufgehört. Vielleicht habe ich damit Wir eine versuchen Chance. mal Mozarts Piano ein wenig zu verrücken. Hilf mir doch mal! Ganz sicher, dass du mir das zutraust? Ellie. Wie geil sind denn die beiden? Bester! Na also. Gehen wir. Genau, gehen wir. So, und wie gesagt, wie ich jetzt in der letzten Folge schon sagte und davor auch, also alles läuft prima, alles läuft super mikrofonmäßig, ist es alles sehr, sehr schön. So. Schick haben sie es hier. Können wir mal da drüben schauen, ob da irgendwas liegt. Ab jetzt laufen die Folgen auch immer nur noch pro Tag eine. Ja, ich habe es extra so gemacht, dass die schlechten Folgen sofort zweimal ausgestrahlt werden. Also pro Tag kamen dann immer zwei Folgen raus. Wenn das Video, was ich jetzt hier aufnehme, ausgestrahlt wird, dann sind die Folgen schon, habt ihr sie schon hinter euch. Ja, die schlechten oder, ja, ich meine, schlecht sind sie ja nicht, nur halt meine Lippen synchron. Hallo. Hallo, wie geht's denn euch heute? So ungefähr sah das aus. Das möchte ich euch nicht zumuten. Und deswegen habe ich da eine andere alternative Lösung gefunden, wie ich das Problem behebe. Aber was erzähle ich ja, das habe ich jetzt schon in etlichen Videos, ich glaube in drei Stück schon thematisiert. Wechseln wir das Thema, gehen wir zurück zum Spiel. Also, wir befinden uns jetzt hier immer noch im Hotel. Und schauen mal, dass wir jetzt hoppala, weiterkommen. So. Ui. Mist. Komm her, geh in Deckung. Also gut. Ich springe da runter und mach den Weg für uns frei. Was ist mit mir? Du bleibst hier. Das ist so dämlich. Wir hätten eine bessere Chance, wenn ich dir helfen würde. Tust du? Du scheinst ganz gut schießen zu können. Kommst du damit klar? Tja, ich hab mit sowas schon geschossen. Aber nur auf Ratten. Ratten? Luftgewehr. Na, ist das gleiche Prinzip. Nimm es hoch. Also gut. Du lehnst dich richtig gegen den Schaft, denn der Rückschlag ist viel heftiger als beim Luftgewehr. Okay. Zieh den Bolzen zurück. Da anfassen. Nur ziehen. Na bitte. Wenn du geschossen hast, brauchst du immer schnell eine neue Kugel. Hör mir zu. Wenn ich da unten Ärger habe, muss bei dir jeder Schuss sitzen. Ja? Verstanden. Okay. Und was die Sache von vorhin angeht. Es war wirklich er oder ich. Gern geschehen. Ich liebe The Last of Us. Tolle Geschichte. Ich freue mich. Er hätte es besser ich freue mich schon können. Aufs. Wenn man was klaut, sollte man sicher gehen, dass man entkommt, oder? Ich hätte. Sie sind tot! Sie sind alle tot! Wovon redet er überhaupt? Beruhige dich. Wer ist tot? Die ganze Crew. Alle 76. Ein scheiß Eindringling hat sie getötet. Alle! Mist. Weiß es der Boss? Ja. Er will, dass wir alles sichern. Geh zum Tor. Okay, verstanden. Sucht alles ab. Lasst niemanden durch. Was ich sagen wollte, ich freue mich schon riesig auf den Kinofilm von The Last of Us. Ich hoffe, sie weichen nicht. Hoppala. Ich hoffe, sie weichen nicht zu sehr von der Story ab, weil die Story ist schon sehr, sehr stark und sehr geil. So, jetzt müssen wir natürlich. Bei mir geht das Jucken schon wieder los. Solange es nicht woanders juckt. Oh, oh. Wow. Bleib in dir. Das war. Ah! Ja, gut. Ah!
Das war schon mal keine gute Idee. Schleichen war wohl mal nicht das Thema jetzt gerade. Aber dass ich vielleicht mit dem Gewehr... Wo kam das denn her? Hallo? Wo kam das denn her? Jetzt mal so ein scheiß Dreck. Also du Ach, da oben. Ach, da ist der mit der Granate. Aua. Wo ist er? Zeig dich, du Lutscher. So. Jetzt kommt. Er kommt. Aua. Wo denn? Da. Der hat gesessen, der Schuss. Definitiv. Ja, da liegt er. Ellie macht viel mehr Arbeit wie wir. Wow, geil. Aua! Der war hinter uns, glaube ich. Flankieren! Na, wenn man das kein Meisterschützen nennen kann. So, ganz schnell ein Medikit nehmen, aber ganz fix. Zeit haben wir ja ein wenig. Bevor der nächste einmarschiert und reintritt. Oh, oh. Wow, wow, wow. Aua, aua, aua. Das ist immer so. Immer so fies. Wow, wow, wow. Oh, verdammt! Stirb! Er kratzt ab. Wow, 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 wow. So, hier ging es, glaube ich, auch lang. Ja. Mein Gott, wann ist Action jetzt hier? Wow, 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 wow. Fängelt ihn! Ja! Oh, oh, hallo, hallo, hallo! Ich hab einen Baseballschläger. Ich hab ihn, 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 ich hab ihn. Oh, shit, er ist da drüben! Survival, du oder ich! Oh. Survival! So. Survival, Motherfucker, du oder ich? Alter, das sieht so geil aus. Wie fett ist das denn? Komm, put, komm. Zeig dich. Oh. Soundprobleme? Hallo. Willst du mich verarschen oder was? Survival, du oder ich? Survival, Motherfucker! Alter, jetzt hab ich die Schnauze echt dick hier von euch. Alter, ist das geil! Ist das geil! Naja, also jetzt nicht echt, also im Spiel ist es geil. Wow, wow! Musik läuft noch weiter. Es scheint also, als ob, doch. Okay, ihr könnt kommen. Wieso ihr? Wie war ich? V-
Wie wär's mit etwas in deiner Größe? Ist nur für den Notfall. Okay. Cool. Ich sag ja, storymäßig ganz weit vorne. So, die ist gesichert. Weißt du, wie man sie entsichert? Weiß ich. Okay, du musst Respekt haben. Das ist kein... Joel, ich passe auf. Okay. Oh, seine Fürsorge, wie süß. Wie nett von Joel. So, dann schauen wir uns doch mal ein wenig um. Mal an den Käsequanten riechen. Könntest ja auch mal wieder die Nägel schneiden. So. Ah, mich juckt's ein wenig. Jetzt überall mittlerweile schon, keine Ahnung. Weil ich auch immer mit dem Jucken hab. So, da liegt ein Medi, ein Schokoriegel. Hier wird wahrscheinlich noch wesentlich mehr liegen. Also werden wir uns hier intensiv umsehen. Wir haben ja Zeit. Wir haben ja jede Menge Zeit. Da ist ja Werkzeugteile. Da ist ein... Haben wir eine Flasche? Ja, haben wir. Flasche haben wir immer dabei, natürlich. Ich habe immer eine Flasche dabei. Flex hat immer eine Flasche dabei. Immer. Immer wieder. Auf und nieder. Rivers Café. Subs Don Fiocchi. Don Fiocchi. Jetzt hatten wir natürlich vorhin nicht so schnell gucken können, weil ja hier die Gegner so schnell reinplatzten und wir natürlich ein wenig kämpfen mussten. Die Reservatenkammer. Oh Mann, wie lange müssen die denn hier schon hängen und liegen? Oh, da liegt... Oh Gott, da liegt was zum Lesen. Da liegt was zum... Wir haben schon lange nichts mehr zum Lesen gefunden. Vielleicht bin ich auch an etwas vorbeigelaufen und einigen Sachen. So, das sieht nach jede Menge aus. Schauen wir mal. Wir brauchen die Fireflies nicht. Sie mögen den Kampf begonnen haben, aber wir haben die ganze Arbeit gemacht. Auf den Straßen, das ist unser Blut. Ich will den Kampf nicht wie sie auf andere Städte ausweiten. Sie müssen sich die Unabhängigkeit für ihre eigene Stadt verdienen. Und ich befolge bestimmt keine Befehle von irgendeinem Firefly-Anführer, der auf der anderen Seite des Landes sitzt. Wir sollten uns ihn entledigen, bevor der Kampf zu Ende ist. Das ist unser Land, unser Volk. Ich sehe keinen Grund, warum wir uns nicht auch selbst regieren sollten. Okay. Also sind natürlich einige auch strikt gegen die Fireflies. Fireflies sind ja so diese Widerstandsbewegung. Oh, hier ist sogar eine Stempeluhr. Wollen wir mal stempeln gehen? So, auf zur Maloche. Jawohl. Da liegt... Ah ne, das hatten wir ja. Das war ja voll, ne? Können wir eigentlich irgendwas... Ja, ein Medipack. Ja, sehr schön. Dann haben wir wieder drei. Und eine Rauchbombe können wir herstellen. Dann haben wir mal zwei Rauchbomben mal wieder. So. Schauen wir uns dann mal hier hinten um. Dum-dum-dum-dum-dum-dum. Da war 25 Waffenteile. Oder Werkzeuggegenstände. Können wir die Flaschen umhauen? Oh ja. Hier liegt nichts. Okay. Liegt hier vielleicht irgendetwas? Ratten.
Leckere Ratten, gegrillt. Schön kross. Hm. Warum nicht? Wenn es nichts anderes gibt. Ist ja jetzt auch nicht so schlimm. Ne? So, dann machen wir mal das Tor offen. Jetzt mach dein Ding, Ellie. Okay. Mach dein Ding, Ellie. Die blöde Kette klemmt. Warte. Mach ich. So. Gute Idee. Oh, da haben wir wieder Waffenteile. Waffenteile. Für die Werkbank. Hier haben wir einen Lappen, eine Flasche mit Flüssigkeit, um unseren... Oh, da kommen wir nicht hoch. Ah, ich glaube, ich weiß wie. Jetzt hilf mir doch mal hoch. Hilf mir mal damit. Genau. Genau, sie konnte es vorher nicht... Sie konnte es vorher nicht anheben. Muss ich jetzt nicht verstehen. Hallo? So, jetzt aber. Hui! Eine Werkbank, ja. Und was haben wir hier? Pillen. Sehr schön. Ich hatte noch gar nicht mal zwischendurch mal geguckt, was unsere Pillen überhaupt sagen. Wir haben Heiltempo 30. Ich weiß gar nicht, wollten wir eigentlich Heiltempo... Heiltempo... Nee, genau. Wir wollten nochmal maximale Gesundheit und nochmal Messermeister. Wollten wir nochmal verbessern. Schauen wir mal eben in die Werkbank. Genau, was wir da Schönes haben. 68. Den Revolver nutze ich eigentlich relativ häufig. Das Jagdgewehr. Nachladetempo können wir mal erhöhen. Maximale Zielfernrohr machen wir auch mal. Und den Ja, die maximale Kapazität vom Jagdgewehr ist eigentlich auch eine gute Wahl. Genau. Haben wir jetzt hier. Zielfernrohr X benutzen. Hui. Das kann schon was bringen. Hätte ich schon recht. Zielfernrohr. Runter. Ich weiß. Aber... Oh Mann. Gehen wir zur Brücke. Okay. Ich habe so ein ganz schlechtes Gefühl, dass... dass wir dieses Fahrzeug wiedersehen werden. Da ich ab jetzt nicht mehr genau weiß, was jetzt alles noch kommt, was auf uns wartet. Ich glaube, das hatte auch einen Grund, weil ich das verdrängt hatte, weil es so schlimm war. Nee, wirklich, ich weiß nicht mehr. Ich habe es irgendwie im Urin, dass es, glaube ich, mit dem Fahrzeug irgendwas zu tun hatte. Aber ich weiß es nicht mehr. Scheiße, Joe. Hunter. Oh nein, der ganze Armee sein. Die haben die es geschafft, die Crew da drüben auszulöschen. Pass auf! Stirb du gleich, Motherfucker! Können wir das verbessern? Nein, können wir anscheinend nicht verbessern. Ich hab also, dass ich im Bild bleibe.
So, da haben wir die beiden schon mal erledigt. Das werden, glaube ich, auch die einzigen sein. Können wir uns ein wenig umsehen. Ganz viele Notizen. Können wir da mit dem Scharfschützengewehr mal eben ranzoomen? Okay, das kann man aber nicht. A, B, C, D, F, G. Naughty Dog, das war ja sehr einfallsreich. Naja. So, da im Backstein. Wir haben aber eine Flasche, die gefällt mir viel, viel besser. Eine Uhr, 3.15 Uhr. Outstanding Employee Award. Jeffrey Ambergreen. Okay. Ambergreen. Ambergreen. I'll be your Ambergreen. Oh, ein Schneckschneck. Ach stimmt, wir haben ja gar nicht so viel an Lebensenergie. Das heißt, wir müssen da höllisch aufpassen, dass wir da nicht irgendwie großartig irgendwelchen Gefahren aussetzen. Wong Wei. Hier hinten könnte vielleicht was sein. Das ist so eine Stelle, wo Videospielentwickler gerne mal was verstecken in so Ecken und Nischen. Aber dieses Mal nicht. Nein, natürlich nicht. Ja, hätte ja sein können. Hätte alles gut und schön sein können. Dawn of the Wolf Part 2. Coming soon. Okay. Was haben wir hinten? The Man I Killed. Kalob Bipu. Bestimmt der Hauptdarsteller. Wer kennt ihn nicht? Kalob Bipu. Hat doch in häufigen Rollen mitgespielt wie der Terminator. Oder stirbt an einem anderen Tag. Oh. Healing über Minen. Stimmt. Das war ja... Das stand ja auch noch an. Was steht da hinten? No hope. Keine Hoffnung. Stimmt, das war ja auch noch. Ah. Ja, ich weiß. Ich weiß. Hier liegt noch ein Snack. Den nehmen wir noch mit. Und hier liegen überall das ganze verschissene. Der ganze verschissene Bereich ist vermint. Mal eben das Mikro so ein bisschen kippen. Ganze schissene Bereich ist vermint. Das ist gar nicht gut. Das heißt, wir müssen hier höllisch aufpassen, wie wir uns bewegen. So. Oh, 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 oh. Ja, ich sehe ihn. Deckung. Ja, jetzt sehe ich ihn auch. Jetzt stehen wir ja direkt da. Diese Spannung. Diese Spannung. Mein Gott. Hätte das gedacht. Ja, toll. Da liegt was in der Ecke. Ich weiß gar nicht, wie ich die jetzt... Doch, ich weiß wie. Oh. 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 Gar nicht gut. Gar nicht gut, gar nicht gut, gar nicht gut, gar nicht gut. Oder so? Yeah! So geht's auch. Der kommt jetzt aber natürlich gucken. Weil er natürlich jetzt seine Kollegen sieht. Und dann wird er natürlich sich wundern, was hier los ist, warum die alle schlafen. Die schlafen ja alle nur. Hier ist ein Toter! Ja, liebe Kinder, die schlafen ja alle nur. Ja. Verteilen! Hey, ach du Scheiße! Shit. Oh, ach, da unten auf der Straße haben uns auch noch welche gesehen. So ein Mist aber auch. Fuck, 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 fuck. Können wir denn die Pfeile... Mist, jetzt müssen wir natürlich aufpassen, dass wir jetzt hier... Jetzt müssen wir höllisch aufpassen, was wir jetzt tun. Hier ist ein Treppenmaus, von hier werden wahrscheinlich die auch noch kommen. Und hier gibt's was zu lesen. Ich will das gerne mal lesen. Aber die Musik ist gerade so...
Aber die Musik ist gerade so spannend. Ausschwärmen! Yay! Zwar einen daneben, aber egal. So, jetzt muss ich trotzdem nochmal... Ich würde das gerne nochmal lesen eben. Hotel-Schlüsselkarte? Nee, das war's nicht. Was war das denn? Steckbrief? Nein. Ja, immer mit der Ruhe. Was war das denn gewesen? Schlüsselkarte? Nein. Hinterhaltkarte? Nein, das war's auch nicht. Feuerflassennotiz? Nee, hatten wir. Verstecknotiz? Hatten wir das schon? Heute Abend... Doch, das hatten wir schon. Wo war das denn? Haben wir das schon? Nee, das hatten wir, glaube ich, noch nicht. 10. Oktober. Ich sah gerade, wie ein Mob-Captain Mastros und den Rest des Trupps mit Benzin übergoss und bei lebendigem Leib verbrannte. Die Tiere feierten das sogar. Ein alter Sack hat sich beschwert, das sei Benzinverschwendung. Es waren einfach zu viele. Ich konnte nur fliehen. Aber ich erinnere mich an alle Gesichter. Ich könnte jeden Einzelnen jagen und zur Strecke bringen. Da war einer ganz schön stinkig, dass sein Benzin verbraucht wurde. Es ist spannend. Und ich würde sagen, es bleibt spannend, denn in der nächsten Folge machen wir hier weiter. Also, bis dann. Tschüss.